Ich glaube, wir haben dann eine super Mannschaftsleistung gezeigt, zurückgekommen. Klar, mit 11 Mann gegen 10 sind wir ein bisschen einfacher, aber in der Halbzeit steht es 1-1 und da muss man auch nochmal drauf gehen und weiter machen, dass man dann das Spiel am Ende gewinnt. Ich meine, es gibt genug Beispiele, dass ein Gegner auch mit 10 Mann gewinnen kann. Deshalb gute Mannschaftsleistung, jetzt geht's weiter. Der Ausgleich so kurz vor der Halbzeit hat uns natürlich gut getan. Ich denke, die Mannschaft hat auch nicht schlecht gespielt vorher. Wir haben 11 Meter gegen uns gekriegt, dann die rote Karte für den Gegner, dann der Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Aber nach dem 3-1 ist es nochmal eng geworden. Ich glaube, soweit gerechtes Ergebnis. Klar, hilft uns die rote Karte vom Gegner, aber wenn man so eine Dummheit begeht, dann gehört es auch bestraft, ganz einfach. Schweres Spiel. Kicker Stuttgart ist fußballerisch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das hat man heute gesehen und war sehr viel Hektik in diesem Spiel. Eigentlich ohne Not, aber wichtige Punkte für uns. Ja, es ist ein Pflichtspiel wie das andere, das ist auch wichtig für uns. Da müssen wir uns weiter Selbstvertrauen holen für die Liga. Und jetzt schauen wir mal morgen ein bisschen ruhig und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ich glaube, Rödinghausen ist auch kein einfacher Gegner. Müssen wir auch 100% geben und das werden wir auch tun.